Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms. Und wir sind auf Rooftop unterwegs und ich habe jetzt den Assault und ich habe eine Shotgun habe ich mal genommen. Ich dachte, ich nehme mal eine Shotgun. Ich habe ja immer noch meine Medaillen-Dings da, Boomster, was ich mal erfüllen möchte, was ich irgendwie schon seit, glaube ich, etlichen Folgen sage, wo ich seit langer Zeit nicht über... Moment, ich muss nachgucken. Über 1060 Medaillen komme. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Ich habe übrigens, da kann man einfach sehen, was ich jetzt gerade trage. Da bin ich, deshalb bin ich gestorben. Ich wollte sehen, wie viele Medaillen ich habe. Und ich sehe gerade, Moment. Ich habe alle meine Granaten eben weggeworfen, anscheinend. Ich habe nämlich eben schon ein Match gespielt, weil ich gedacht habe, hey, kannst du ja aufnehmen? Und dann bin ich einfach Hotshot gewesen. Es war Gallery, es war schön. Wir haben zwar verloren, weil irgendwie hat da irgendwie nicht alles so geklappt, wie man das sich wünscht, wenn man ein Hotshot ist. Und, dann, jetzt bin ich froh, dass hier das Match aber gerade von vorne begangen hatte. Ich wollte das nicht aufnehmen, weil dann lief das Match schon 5 Minuten und da habe ich gedacht, nee, weste, muss nicht Sinn. Muss nicht Sinn, dass du mich tötest, Alter. Ich wollte gerade Blitz anmachen und da, weil ich gedacht habe, oh, das sind sehr viele. Sehr viele, die man töten könnte. Oh, es fängt schon wieder scheiße an, weißt du. Warum da einer zu mir läuft, wenn alle bei A sind, das weiß ich nicht ganz so genau, aber wir müssen die jetzt nämlich aufhalten. Ja. Scheiße. Vielleicht versucht es der eine auch von hinten. Das kann sein, aber das klappt, glaube ich, nicht bei dem Team, was wir da haben. Das Gegenteam, das scheint ziemlich gut zu sein. Guck mal, es sind einfach alle auf A. Die haben sich anscheinend abgesprochen. Und es kommt gar keiner mehr auf A von uns drauf. Ja, so sehen wir das gar nicht gerne. Ach, Kacke. Na, Alter, weißt du, das wird, glaube ich, hier die Verliererrunde hoch 75. Ich weiß nicht, wie ich auf 75 komme. Alter, hätte ich keine Shotgun, ey. Hätte ich jetzt verloren. Wir verlieren sowieso, aber trotzdem. La 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 la. La 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 la. Hä? Ist da wer? Hallo? Guten Tag? Ach du Scheiße, ich habe die... einer durchgekommen oder was? Ich weiß es gar nicht. Alter, nein, 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 nein. Da ist einer links. Sehe ich schon, sehe ich schon. Ahaha. Nee, ah, da sind zwei. Scheiße. Drei sogar, vier. Ach so, so viele doch. Oh, Schande, ey. So viele Leute, ey. So viele Leute. Nee, ich nehme nur ganz schnell eine auf, weil da muss ich die Folge noch rendern und alles. Ich bin nur für eine Runde eigentlich da gewesen. Ich hätte eigentlich schon Gallery gerne aufgenommen. Ich wäre eigentlich schon gar nicht mehr da. Eigentlich bin ich gar nicht mehr da. So, warte mal. Alter, ich wollte gerade sagen, machen wir Blitz. Ich find's ja so gemein gerade. Ich find's ja gerade so gemein. So. Ich möchte wenigstens B halten. Ich habe... Okay, aber wir haben gerade das Gegnerteam gerade ein bisschen, dezimiert, möchte ich sagen. Ah, da kommen sie. Guck mal, wie sie da runterfallen. Ja, Shotgun vor dem Wind auf die Entfernung. Alter, aber Headshot, hast gesehen? Mit 8 Schaden. So. Ich weiß noch nicht, wann ich streame. Irgendwann auf jeden Fall. Die nächsten Tage. Ich wollte eigentlich das diese Woche machen. Also letzte. Also diese. Also was ist denn heute? Heute ist Woche 12. Ich wollte das eigentlich Woche 12 machen, aber... es ist wieder alles irgendwie anders gekommen, als man... Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich kam wieder irgendwas dazwischen. Was doof ist. So, komm. Wie ich einfach nur spraye mit der Shotgun. Aber ich treffe auch immer ein bisschen was. Nachher sind es die 20 Punkte oder die 8, die gefehlt haben. So. Irgendwie, ich denke mal, vielleicht Montag. Ich habe Montag angepeilt, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ah, zwei habe ich auch getroffen, zwei Stück, Alter, Mann. Aber solange wir, ich habe jetzt echt gerade gedacht, ich muss da gerade zugeben, ich habe jetzt echt gedacht, die würden uns jetzt hier überrennen mit B auch, aber die haben uns anscheinend einfach nur bei A auf dem falschen Fuß erwischt. Und deshalb, aus Gründen. So, und bevor die wieder ihr Dings waren,
werde ich jetzt erstmal hier. Wenigstens mal den. Wenigstens mal den. Und wenigstens mal den umwerfen. So, und den konnte ich leider nicht mehr töten. Ah, Mann. Weil da wieder einer dazwischen kam, aber der war da oben. Den hätte ich mit dem Blitz eh nicht erwischt. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimmer. Wir haben schon mal drei umgehauen. Ich glaube, es sind dadurch auch welche gestorben. Ne? Ich glaube, ich habe eine... Ich habe zwei Gerätevorlagen bekommen. Ja, zwei Gerätevorlagen. Ich durfte ja den Blitz nicht einmal einsetzen vorher, weil jedes Mal hat mir einer mit dem Blackout dazwischen gefunkt. Deshalb waren die zwei jetzt von eben. Muss so sein. Es kann gar nicht anders gewesen sein als eben. Von eben. Klingt wie ein Name von eben. Will ich nicht. Ah, da hinten hast du gesehen. Da sind zwei, die schon geiern. Und, ja, da, ich habe deinen Kopf gesehen. Jetzt sehe ich deinen Kopf. Es erinnert mich irgendwie an, keine Ahnung, an Mohunjagd irgendwie, wo die ganz kurz nur rausgucken. Wie dieses eine Mohun bei Mohun 2, was immer nur rausguckt, wenn man nicht die Maus in der Nähe hat, wo man das Huhn erschießen könnte. Rechts ist übrigens Hitze, haben wir gerade anschaulich demonstriert bekommen durch den Scan von eben. So, das ist der Blitzer, ist nämlich jetzt durchgelaufen. Ja, der hat den einen dann noch getroffen, aber das ist, glaube ich, egal. Wir müssen jetzt nur versuchen, dass die jetzt nicht mehr hier drauf kommen und eine Verlängerung rausholen. Abschussvorlage, läuft! Eigentlich, ja, Shotgun ist halt hier auf die Entfernung gerade ein bisschen ungünstig gewesen, aber irgendwie hätte es ganz schön viel Spaß gemacht mit dem Dings. Mit der Shotgun irgendwie, ich finde die gut. Mir gefällt die. Ich glaube, ich habe die noch komplett gar nicht ausgebaut. Ich habe die jetzt einfach nur mal genommen gehabt, weil ich die mal ausprobieren wollte. Und dann war die, als ich nicht aufgenommen hatte. Und dann war die da noch drin, als ich eben den Assault genommen habe. Und dann habe ich gedacht, ach, dann bleib, lass die drin. Lass die drin, lass die drin. So, ich gucke erst, wo die anderen hingehen. Zu B, ne? Ja, wir machen das so anders als normalerweise. Normalerweise gehen immer alle zu A, wir gehen jetzt zu B. Wir greifen auch simultan multikulturell an. So. Der eine ist schon gestorben. Ich hoffe, das ist kein... Ja, irgendwie so. Ja, das war lustig. Haha. Oh, ich gehe mal hier hoch. So. Ich verstecke mich hier oben und ich nehme hier auch ein. Das ist super. Hier kann man einnehmen, hier oben, und ist relativ geschützt. Oder man versteckt sich da drunter, unter der Rampe. Oh, die kommt von hinten. Aber wir haben den Punkt hoffentlich vorher. Ja, ja, wir haben den Punkt. Reicht. Alter, ich hätte fast schießen können. Ich glaube, ich war fast bereit, um schießen zu können, aber ich habe mich voll gerollt. So, und jetzt ganz schnell zu A. Jetzt müssen wir ganz rucki-zucki machen, während die noch auf B beschäftigt sind und versuchen, das Schlimmste irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich können sie gar nichts mehr aufhalten, weil wir haben B schon eingenommen. Im Moment steht es unentschieden. Wir brauchen jetzt nur noch schnell A einnehmen und dann haben wir das schon. Ja, da ist einer. Ach du Scheiße. Uah, Kacke. Ich wollte eigentlich, weil der gesagt hatte, der hätte. Ah, da. Ich dachte, wenn, weißt du, ich dachte, wenn drei markieren und zwei Laser draufziehen, würde irgendjemand den töten, aber hey, natürlich nicht. Und ich könnte da ganz gemütlich entlanglaufen. Pustekuchen! Pustekuchen! Der Recon 9 ist im Gegenteam. Mit dem habe ich eben auf Gallery zusammengespielt. Und jetzt snipert er. Er hat vorher nicht gesnipert. Toll. Kann er das nicht jetzt auch lassen mit Snipern? Ja, ich habe mich extra hier hingestellt, weil ich möchte gleich mit Blitz loslaufen, obwohl 30 Sekunden jetzt hier campen ist ein bisschen... Elfer Headshot. Ich möchte betonen, ein Headshot. ein schwacher. Als hätte ich einen Stein gegen den Kopf geworfen, aber ein Headshot. So, und wenn die loslaufen, dann laufe ich, ja, ich weiß schon, wie ich laufe. Ich laufe, ja, ich laufe da, ich laufe, oh, ich laufe da hin. Mann, jetzt ist da keiner hingelaufen, um den zu töten. Okay. Ich glaube, rechts ist ziemlich frei. So, ich bleib, glaube ich, hier sitzen und nehme jetzt erstmal ein. Ganz vorsichtig. Am besten nicht zu viel bewegen, weil ich weiß nicht, der Sniper da oben ist, glaube ich, tot. Ich glaube, der ist runtergelaufen. Da unten läuft aber einer mit Blitz entlang. Da laufen auch zwei entlang. Ich glaube, wir müssen uns langsam darum kümmern, die aufzuhalten. Nein, von hinten. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Ah, Mann. Immer werden die zu spät gekillt. Weißt du, die sterben. Weißt du, du stirbst
Und sofort ist der, der dich getötet hat, tot. Könnte das nicht eine Hundertstel Sekunde früher sein? Oder vielleicht auch von mir aus eine halbe Sekunde? Oh. Was natürlich noch schneller wäre, eine halbe Sekunde als eine Hundertstel Sekunde. Ich weiß, das ist mir schon klar, aber klingt halt besser. So, ich hab keinen Bock mehr jetzt hier, Alpha. Wir gucken, wo die sind. Wo sind die? Ja, das war kacke. Weil der saß da oben und ich weiß, dass ich die da oben nie kriege. Jedenfalls ich bekomme die nicht. Andere bekommen mich da oben manchmal. Ich hab schon alles erlebt. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Oder? Nee, habe ich nicht. In Wirklichkeit nicht. Aber das ist so ein Spruch, den man so sagt. Glaube ich. Oder? Ah. So, wir haben schwere Verluste erlitten. Ist ja lustig. Toll, wie sollen wir denn dann die Punkte einnehmen, wenn da gar keiner mehr von uns lebt? Könnte zu Problemen führen, die... Ja, leg mich doch am Arsch. Ja. Okay, 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 okay. Ja, der geht gar nicht dahin. Der ist... Ja, okay. Ach, vergiss es, oder? Vergiss es, vergiss es. Mann. Die beschützen den jetzt gut, den Punkt, muss ich sagen. Das ist gut. Also die machen genau das, was wir gemacht haben. Wir kommen nicht daran. Das ist gerade... Ich wette, das wird ein Unentschieden werden. Ich könnte es fast mir vorstellen. Schon wieder, ey. Warum sind wir denn... Warum sterben wir denn nur? Mit der Shotgun kann ich jetzt hier auch wenig ausrichten, aber ich glaube, ich würde sogar mit der MP würde ich nicht weit kommen. Glaube ich einfach. Ich muss mal warten. Ich warte jetzt mal, bis die Leute da sind. Alleine vorzurennen bringt's ja nicht. Ja, Mist. Ich hatte ich habe eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe einfach gedacht, komm, lauf rein, versuch mal irgendwie noch auf diesen Punkt zu kommen. Alter, Falter, bitte. Irgendwer noch auf dem Punkt, irgendwie. Oh, das ist doch ein Witz, oder was? Das habe ich ja noch nie gehabt, dass in einem Match dreimal hintereinander das gesagt wurde. Innerhalb von weniger als 2 Minuten, dass wir so eine auf den Sack bekommen haben, dass wir... Ich geb's auf. Dass wir... Also, das wird nichts. Komm, habt ihr das gesehen? Da sind einfach alle auf A und werden mir nur kritisch gesagt. Hat der ein Glück? Ich hätte sowieso nicht überlebt, glaube ich, aber... Ich glaube, ich hatte doch... Ich habe so viel Leben gehabt. Wie viel hatte ich? 100... 200, Dings? 220 und er hat mir auch noch kritisch gemacht. Ich hätte es vielleicht überlebt, wäre es eigentlich kritisch gewesen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Unentschieden geworden. Man kann sagen, was man will. Ich bin auch noch knapp an Sternen vorbeigerutscht. Heute is not my day anscheinend in diesem Game. Oh. Und, naja, vielleicht wird es das nächste Mal besser. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also Unentschieden kann man halt nicht meckern. Also man kann schon meckern, aber das wäre mit Meckern auf hohem Niveau. Unentschieden kannst du immer noch sagen, hey, da war noch Luft nach oben auf für beide Seiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.